Fast von allen politischen Parteien eingeladen worden, früher sogar von den Grünen. Sie tun das nicht mehr. Als ich über den arabischen Frühling geschrieben habe, war ich ein gern angesehener Gast dort. Seitdem ich kritische Bücher über den Islam schreibe, hat man mich nicht eingeladen. Ich habe im Willy Brandt-Haus Rede gehalten, da stand das Motto von der SPD hinter mir. Es kam in der Zeitung, kein Mensch hat das kritisiert. Ich habe vor 10 Tagen bei der Jungen Union in Baden-Württemberg gesprochen und hinter mir stand das Motto der Jungen Union. Vielleicht haben Sie heute etwas gemerkt, dass vor meinem Vortrag keine politische Rede gehalten wurde. Dass ich bitte immer die Parteien, die mich einladen, darum, vor meinem Vortrag keine eigene politische Reden, eigene Sachen zu machen. Und ich bin dankbar, dass auch die AfD sich daran gehalten hatte. Ich rede und sage meine Meinung. Ich habe sehr oft gehört und ich bin nicht hierher gekommen, um AfD zu verteidigen. Aber Begriffe wie Rechtsextremisten und Neonazis habe ich in Bezug auf die AfD gelesen. Und ich bin ein Mensch, der ganz genau weiß, wie die Medien funktionieren. Ich glaube nicht, dass es die Lügeninteressen gibt, aber es gibt Leute, die aus ideologischen Motiven selbst immer überspitzen und gerne Menschen in Schubladen stecken. Die AfD ist vielleicht eine rechtskonservative Partei, die viele Positionen hat, womit ich nicht einverstanden bin. Ich bin ein liberaler, freiheitlicher Mensch. Ich habe schwule und lesbische Freundinnen und Freunde und ich trete für ihr Recht ein, in eine eingetragene Partnerschaft zu leben. Wenn sie das Ehe nennen wollen, dann ist es Ehe. Sie dürfen selbst das aussuchen und nicht die Politik. Ich bin für die Trennung von Religion und Staat, auch in Bezug auf die katholische Kirche und die evangelische Kirche. Aber ich bin der Meinung, dass auch eine konservative Partei eine Existenzberechtigung hat, gerade in einer Zeit, wo die CDU gerade dabei ist, die Grünen links zu überholen. Das ist zwangsläufig. So funktioniert diese Gesellschaft. So funktioniert diese Gesellschaft. Diese Ecke ist reserviert, denn die Bevölkerung, die so denkt wie AfD, ist da und die können wir nicht irgendwo außer Land schaffen. Genauso wie wir auch Linksextremisten nicht außer Land schaffen können. Und ich plädiere dafür. Ich glaube an die Verwandelbarkeit der Menschen. Und ich glaube, ich war bei der CDU eingeladen. Glauben Sie, dass ich dort Angela Merkel gelobt hatte? Nur weil hinter mir CDU stand? Natürlich nicht. Ich bin ein freier Mensch, ein freier Geist und ich lasse mich von niemandem vereinnahmen. Ich bringe die gleiche Botschaft, wo auch immer ich bin. Und heute war es notwendig, dass ich genau über dieses Thema spreche. Und ich bin froh, dass nicht nur AfD-Mitglieder sind, sondern ganz normale Bürger aus Dachau sind und dass sie auch selber gekommen sind, um diese kritische Meinung zu haben. Was spricht dagegen, dass ich bei einer zugelassenen deutschen Partei spreche, die sich zum Grundgesetz bekennt, zur Demokratie bekennt? Es mag sein, dass unser politisches Vokabular unterschiedlich ist, dass ich bestimmte Sachen zu kritisieren habe und die hatte ich gerade kritisiert. Wie können wir darauf hoffen, dass das sich ändert, ohne dass wir das in Respekt miteinander machen? Indem wir ganze Menschengruppen diffamieren, die sind Rechtsextremisten, die sind Nazis. Wir können nicht darauf hoffen, dass sie sich dadurch verändern, indem wir mit Respekt sagen, Leute, ihr habt eine Existenzberechtigung, aber das und das und das finde ich gefährlich und finde ich falsch und muss man ändern.